Meine kühne These ist die, dass es sowas wie eine medizinisch indizierte Stuhltransplantation gibt. Echt oder Bullshit? Was kann man sagen zu Transplantation? Das Prinzip der Transplantation ist euch wahrscheinlich alles allen klar. Transplantieren tut man ein Organ, was hoffentlich noch gesund ist. Man nimmt es von einem gesunden Spender und setzt es einem erkrankten Empfänger wieder ein. Ein Herz kann man transplantieren, man kann die Leber transplantieren, die Nieren, danke sehr, die Nieren, habe ich schon gehört, ja, die Nieren transplantieren, das ist ein bisschen peinlich, weil ich selber Mediziner bin, aber gut. Auf jeden Fall, es gab diesen, das ist der Ryan, und der ist einer der Empfänger dieser Stuhltransplantation gewesen, und zwar, was ist seine Story? Er hat von einem wohlwollenden, aber nicht sehr viel wissenden Hausarzt Antibiotika verschrieben bekommen für seine Grippe. Die Grippe verschwand so oder so, was aber gekommen ist, ist Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und eben Durchfall. Und der Durchfall blieb 6 Monate lang. Natürlich hat das sehr stark seine Lebensqualität eingeschränkt und er hat schon längst nicht mehr nur Medikamente gegen den Durchfall genommen, die wenig bis gar nicht geholfen haben, sondern auch einige Psychopharmaka, weil natürlich auch alles runterging, das Gewicht ging runter, Lebenslust ging runter und er war schon für viele Wochen arbeitsunfähig. Was hat man gefunden? Er hat sich Clostridium difficile eingefangen. Und zwar ist das ein Bakterium, was die meisten Antibiotika überlebt. Und das war so ziemlich das einzige Bakterium, was in seinem Dickdarm überlebt hat. Und das sind diese lustigen Bakterien, die man da im Stuhlausstrich sieht. Und normalerweise hat man die nicht, beziehungsweise werden die schön von unseren anderen Millionen anderen Darmkeimen stark zurückgedrängt. Wir sind eben abhängig davon in unserem Dickdarm, dass wir sehr viele Darmbakterien haben, die unterschiedliche auch Aufgaben haben in diesem Milieu. Und bei ihm war das eben extrem verschoben und im Prinzip war seine Darmflora nur noch Clostridien und deswegen der Durchfall. Dann hat man sich die Frage gestellt, kann man denn einfach gesunden Stuhl nehmen und damit den erkrankten Stuhl ersetzen? Und das hat tatsächlich funktioniert. Also es gibt eine Firma, die hat sich damit beschäftigt und eine Stuhlbank, ähnlich einer Blutspendebank, aufgebaut. Und die sucht immer wieder fleißig nach freiwilligen Stuhlspendern. Die werden auch ordentlich untersucht, ob der Stuhl gut riecht sozusagen. Also es werden nur 4% genommen, die halt ein Häufchen da lassen dürfen und gegen $40 dann entlohnt werden. Und natürlich, sein Durchfall verschwand, die Clostridien war nicht mehr nachweisbar und er ist im Prinzip wieder medikamentenfrei, weil es jetzt in allen Lebenslagen wieder gut funktioniert. Kann man eben gesunden Stuhl verquirlen und bei Medizinern am beliebtesten ist immer noch die sichere Einführung über eine Darmspiegelung. Es gibt auch immer mehr Versuche, das einfach zu Hause zu machen mit einem Einlauf, der halt weniger invasiv ist, also auch durch einen Laien durchzuführen ist. Außerdem wird auch an Kapseln gearbeitet, die man aber bitte nicht kauen sollte. Einnehmen. Ja.
Und so kann man sich das dann vorstellen.